Peter Kürten war ein deutscher Serienmörder und auch bekannt als der Vampir von Düsseldorf. Geboren als Peter Kürten am 26. Mai 1883 in Köln, Deutschland. Er quälte und tötete Tiere schon in seiner frühen Kindheit und als junger Erwachsener hatte er großes Vergnügen, Häuser und Scheunen anzuzünden. Mit 29 Jahren verübte er seinen ersten Mord an der erst 9 Jahre alten Christine Klein. 1928 tötete er 8 Menschen und löste in Düsseldorf eine Panik aus. Die meisten seiner Opfer erstach er mit einer Schere. Er wurde nach seiner Verhaftung zum Tode verurteilt und 1931 in Köln geköpft. Sein Kopf wird noch heute in einem Museum in den USA ausgestellt.